So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Testreihe dieser Kopfhörer. Die nennen sich VRX von FX Sport. Und ich hatte schon im ersten Teil dazu ein paar Tricking Moves getestet. Und heute machen wir das Ganze mit Calisthenics Moves. Ich hatte beim letzten Video, was ihr übrigens hier oben in der Ecke anklicken könnt und euch anschauen könnt, gesagt, dass die auf der einen Seite leicht verrutscht sind. Das war, weil der Bügel noch nicht richtig eingestellt ist. Ich habe jetzt rausgefunden, dass man diesen Bügel noch justieren kann, indem man den biegt, und habe die jetzt angepasst und jetzt rutscht nichts mehr. Jetzt ist alles super fest. Okay, wir fangen gleich mal an. Ich mache mal hier ein Pullover, relativ explosiv. Ja. Zack. Ihr seht, es ist überhaupt nichts verrutscht. Ja. Alles ist an seinem Ort und alles ist super. Ich zeige euch das gleich mal mit einer Flag. Ja. Ihr seht auch, die Dinger halten, nichts verrutscht und ich habe den super Sound im Ohr. So, ich zeige euch jetzt mal noch ein paar Handstand-Push-Ups. Gerade wenn ihr In-Ear-Kopfhörer habt und vielleicht noch ein bisschen schwitzt dazu, passiert es ja ganz oft, dass die Dinger einfach rausfallen aus dem Ohr und das nervt natürlich. Und wir gucken jetzt mal, ob das mit denen auch passiert. So, ihr seht, alles noch drauf. Keine Kopfhörer sind aus dem Ohr gefallen. Das Gute daran ist, ihr habt auch kein Kabel, ja, ihr habt kein Smartphone oder kein Player, den ihr irgendwo festmachen müsst oder einstecken müsst, der rausfallen kann. Es ist alles in diesen Kopfhörern integriert. Das sind natürlich nicht die einzigen Kopfhörer, die so konzipiert sind, aber das Besondere an den Dingern ist, dass es dafür herunterladbare Workouts gibt. Das heißt also, ihr könnt eure Musik hören, eure Lieblingsmusik zum Workout, das pusht schön, und könnt dazu eure vorgefertigten Trainingspläne runterladen. Die werden dann immer mit dem richtigen Timing direkt angesagt. Das heißt, ihr wisst genau, was ihr machen müsst und wann ihr es machen müsst. Ihr braucht also keinen Timer mehr und könnt euer Workout schön mit eurer Musik durchführen. Okay, jetzt gibt es noch einen letzten kleinen Test, und zwar den Backflip nochmal, um euch wirklich zu zeigen, dass die auch halten. Nicht wie beim Tricking, war also noch nicht eingestellt worden, okay? So, guckt nochmal genau, zack und zack. Ja. Sitzt alles an seinem Platz, so wie es sein soll, nichts mehr verrutscht und es ist wirklich super. Die Kopfhörer haben 8 GB Speicherplatz. Ihr könnt die per USB ganz normal mit eurem Rechner verbinden und eure Musik rüberziehen. Von mir gibt es erstmal generell einen Daumen nach oben. Die Dinger halten sehr gut, haben einen ordentlichen Sound und es ist sehr bequem, mit denen zu trainieren. Schaut am besten mal in der Beschreibung auf den Link, guckt euch die Seite an und wenn es euch gefällt, dann schlagt einfach zu. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Ciao.